Muss ich mal gucken, ob ich mir vielleicht vorher irgendwie Mut antrinke. Ich habe keine Ahnung. Einen wunderschönen guten Morgen, willkommen zurück zu einem neuen Video, dem allerersten Nicht-Vlogmas-Video, obwohl Vlogmas eigentlich jetzt noch mindestens ein oder zwei Videos hätte weiterlaufen müssen, also vor Weihnachten, wenn das Video online kommt, ist Weihnachten glaube ich schon vorbei, da starten wir schon fast aufs neue Jahr zu, aber ich hatte am Samstag so einen kleinen ambulanten Eingriff, so eine kleine ambulante OP, da ging es mir am Wochenende nicht so gut, deswegen hatte ich am Wochenende nicht gefilmt, also das wäre dann das zweitletzte Vlogmas-Video gewesen, das war einfach nicht drin, also ich hatte da so eine Zyste am Kopf. Also die habe ich, seit ich denken kann, aber die hat sich entzündet und dementsprechend, ich will auch gar nicht ins Detail gehen, weil das ist nicht schön. Deswegen habe ich meine Haare auch zurückgebürstet. Die tut mir jetzt nicht mehr weh, die Wunde. Aber es ist dennoch offen. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich jetzt einfach nur ein paar Tage in meinem Leben vlogge oder ob ich einen Wochenvlog draus mache. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, das neue Jahr ein bisschen lockerer anzugehen, was meine Videos angeht, weil ich gemerkt habe, ohne dass ich es bewusst erst wahrgenommen habe, das ist mir tatsächlich jetzt erst im Vlogmas aufgefallen, dass ich, wenn ich mir da was vornehme, mich verbissen drauf konzentriere. Bei Vlogmas fast in Panik verfallen bin. Durch die OP habe ich halt gemerkt, dass ich das halt nicht schaffe, das Vlogmas zu beenden. Und ich habe mich deswegen so fertig gemacht. Aber deswegen hatte ich halt damals diese Food Diaries zum Beispiel abgesetzt, weil ich mich am Ende hin einfach nur dazu gezwungen habe, um euch halt den Content zu liefern. Aber ich habe momentan da wieder gemerkt, richtig Freude dran. Und deswegen, ich werde jetzt demnächst wirklich nur noch Videos abdrehen, an denen ich Freude habe. Vlogs wird es nach wie vor geben. Logischerweise, es wird jetzt auch nochmal vermehrt wahrscheinlich dann Food Diaries geben, jetzt nicht regelmäßig, aber dann doch öfters als nur alle 2-3 Monate mal ein Video. Ich glaube, ich hatte ja jetzt im letzten Vlogmas-Vlog, also ich glaube am Samstag, ein Food Diary abgeladen, beziehungsweise abgetreten, hochgeladen. Und das hat mir so Freude gemacht. Da hatte ich wirklich richtig Freude bei. Und ich denke, ich werde das dann spontan entscheiden, wie meine Videos ausfallen, meine Samstagsvideos. Und es kann eventuell auch mal vorkommen, dass 3 Videos pro Woche kommen. Es kann auch mal vorkommen, dass 2 Wochen hintereinander nur ein Video kommt. Also wie gesagt, ich wollte das ab dem neuen Jahr ein bisschen lockerer vonstatten gehen lassen. Nach wie vor werde ich jeden Mittwoch hochladen und ansonsten müsst ihr halt auf der Hut sein. Vielleicht aktiviert ihr auch einfach die Glocke und dann bekommt ihr von YouTube Bescheid, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Oder ich kann eventuell auch hin und wieder einfach mal so eine Art Schedule euch bei der Community reinhauen, sodass ihr im Voraus wisst, wann ein Video zu erwarten ist. Ich hoffe, dass es jetzt gut abheilt. Ich habe am Mittwoch einen Termin übrigens beim Arzt zur Kontrolle und werde demnächst irgendwann im nächsten Jahr im Januar zum Hautarzt, weil ich noch 2 andere Zysten auf dem Kopf habe, die mir jetzt noch keine Schwierigkeiten bereiten, aber eventuell wäre es ratsam, nach dieser Aktion alle 3 Zysten, die ich auf dem Kopf habe, entfernen zu lassen. Das ist aber ein Problem fürs neue Jahr. Ich würde sagen, ich sitze auch schon wieder im Auto, logischerweise seht ihr, ich gehe nämlich jetzt in Walmart rein und mache meinen paar Tageseinkauf. Morgen habe ich ja den Arzttermin, da werde ich auf dem Rückweg eventuell kurz in die Kommissarie reinhopsen. Und am Donnerstag kommt nämlich der Brian wieder für die Küche endlich mal zu Ende zu machen. Da bekommen wir den letzten Küchenschrank, der geliefert wurde schon vor einem Monat. Und auch die Krone oben auf die Küchenschränke, damit jetzt halt der Übergang von den Küchenschränken zu der Decke so ein bisschen schöner ist. Und dann können wir hoffentlich im nächsten Jahr, im Januar, endlich den Backsplash, die Kacheln an die Wand bekommen und endlich eine komplette Küche im Haus haben. Hat auch lange genug gedauert. Aber ja, deswegen, ich werde jetzt da reingehen, weil im Auto wird es langsam echt kalt. Ich habe nicht den Motor ausgemacht und draußen sind es 0 Grad, gefühlte -3, glaube ich. Aber der Sonnenaufgang hier in Kansas ist immer so wunderschön. Vor allen Dingen heute ist es halt bewölkt und dementsprechend sah halt der Himmel so schön aus. Also Kansas kann nicht viel. Ich bin kein Fan von dem Staat, wirklich nicht. Also ich finde es hier ziemlich trist und öde, vor allen Dingen im Winter. Aber wenn Kansas eines kann, dann sind es Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Also dafür lebe ich hier. Und der Himmel im Allgemeinen, weil hier alles so flach ist, der ist immer so wunderschön und so riesig groß. Und man hat irgendwie das Gefühl, der Horizont verschlingt einen. Ich finde es so toll. Aber ja, ich werde jetzt in Walmart gehen, weil es ist jetzt fast 7:50 Uhr. Und in ungefähr einer Stunde muss mein Mann sich fertig machen für die Arbeit. Der muss jetzt diese Woche bis, ich glaube, bis Donnerstag morgens um 10, von 10 bis um 1 auf der Arbeit sein. Also kurze, der hat diese Woche kurze Woche. Aber ich glaube, zu Weihnachten hat er Standby sogar. Muss ich eventuell den Glühwein alleine trinken am Wochenende. Ist ja am Wochenende ja Weihnachten, ich glaube. Heiligabend fällt dieses Mal auf einen Samstag, oder? Nee, auf einen Sonntag. Hey, dann lohnt sich das für euch in Deutschland. Ja, dann ist der Weihnachtsfeiertag ja Montag, Dienstag. Dann habt ihr alle verlängertes Wochenende. Also für alle, die jetzt keinen Urlaub bekommen haben oder so. Das ist auch richtig gut. Aber ich werde jetzt einkaufen fahren, einkaufen gehen, da reingehen und wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei diesem neuen Video.
wunderschönen Morgen. Ich sitze schon wieder im Auto. Ich habe jetzt gerade meine Älteste in die Schule gefahren. Ich stehe noch auf dem Parkplatz von der Highschool. Dachte, ich erzähle euch ein paar Takte, wo ich dann jetzt nochmal nach Hause fahre. Mein Mann, der hat nämlich heute Homeoffice. Das heißt, ich werde wahrscheinlich im Haus nicht so viel und freischwitzen können wie sonst. Ich habe jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, meine Kinder in die Schule gefahren. Jetzt zum Schluss halt die Melissa, weil der ihre Schule, die fängt jetzt, glaube ich, erst um 8:30 an. Wir haben nämlich seit gestern einen neuen Busfahrer. Also der holt zuerst die Claire ab und zwar um 7:15 und dann lädt er halt die Middle Schoolers in der Schule ab, kommt dann nochmal zurück und holt dann die Highschooler ab, so für um 7:40. Und das klappt in der Regel auch richtig gut, aber die haben jetzt seit gestern einen neuen Busfahrer, der anscheinend hinten und vorne von nichts eine Ahnung hat. Weil ich habe ja gestern Morgen sowieso die Claire gefahren. Ich habe die ja die ganze letzte Woche gefahren wegen der Maskenpflicht, nachdem die halt jetzt Covid hatte. Und eine Freundin von ihr hat hier halt getextet, dass der Bus eine halbe Stunde zu spät kam. Und dementsprechend kam dann halt der Busfahrer, der dann halt später die Highschooler abholt. Ich habe hier noch das Licht an. Wenn die Highschooler abholt, hat es natürlich nicht zeitig geschafft. Das heißt, ich musste schon die Melissa gestern in die Schule fahren, weil der Bus einfach nicht aufgetaucht ist. Und ich musste auch die Melissa gestern von der Schule abholen. Ja, der Bus auch nicht aufgetaucht ist. Ich habe keine Ahnung, wen die da eingestellt haben. Aber der Busfahrer hat gestern Probleme gehabt, die Schule zu finden. Verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist heute der letzte Schultag. Dann sind erstmal 2,5 Wochen Ferien. Und ich hoffe, dass in den 2,5 Wochen die Busgesellschaft das irgendwie geregelt bekommt. Heute kommen auf jeden Fall auch nochmal die Leute für den Sound, die haben das gestern nicht mehr zu Ende geschafft. Also es wird ja jetzt schon um 4:30, 5 dunkel und dementsprechend sind die Arbeitstage halt kurz. Aber die machen das heute noch zu Ende. Also es fehlt nur noch ein kleiner Teil auf der rechten Seite vom Zaun. Und dann steht der Zaun komplett. Dann haben wir den ganzen Garten eingezäunt. Dann ist das auch erledigt und morgen kommt der Brian. Aber ich denke, der braucht auch morgen nicht so lange, weil es ist wirklich nur ein Schrank, den er anbringen muss und halt die Krone. Und ich habe heute Nachmittag einen Kontrolltermin wegen meinem Abszess bzw. meiner Zyste auf dem Kopf. Und da wollte ich dann auch mal ein paar andere Dinge ansprechen bei meinem Arzt. Also erstmal das mit dem Hautarzt wegen den anderen drei Zysten und dann wollte ich wegen meiner Mirena, also der Spirale, anfragen, weil die muss nämlich im Sommer eigentlich raus und eigentlich ersetzt werden. Und da habe ich halt ein paar Fragen. Und zusätzlich wollte ich mal ansprechen auf eventuell Therapie, also Psychotherapie. Mit Depressionen habe ich zwar in letzter Zeit weniger am Hut, aber es sind andere Dinge aufgetreten in meinem Leben im Allgemeinen, wo ich so ein bisschen am Struggeln bin, wo ich denke, ein bisschen Hilfe kann nicht schaden. So ein paar Monate Psychotherapie ist nicht verkehrt, ist ja auch nichts dabei. Ist auch nichts, wofür man sich schämen sollte. Also wenn ihr da draußen struggelt, Probleme habt, ob jetzt Depressionen oder anderes, scheut euch nicht, euch Hilfe zu holen. Ihr tut das für euch, für euer Wohlbefinden und nicht für andere Menschen. Aber ich werde jetzt nach Hause fahren, was essen. Werde ich so um 12:30 wahrscheinlich schon losfahren. 12:30, 1:15 für meinen Termin halt um 14:30 wahrnehmen zu können. Und hoffe einfach, dass ich das Krankenhaus selber finde. Ich muss ja on base zum Arzt gehen. Und das ist eher so ein Krankenhaus/Ärztehaus. Also alles in einem Gebäude. Und da hat mein Mann mich zwar hingefahren am Samstag wegen diesem ambulanten Eingriff, den ich da hatte, weil ich nicht wusste, wie das mit der Betäubung ist, ob die mir da eventuell eine Betäubung geben, wo ich dann eventuell nicht mit dem Auto mehr zurückfahren kann. Deswegen hatte der mich halt gefahren und ich muss halt heute alleine fahren. Ich habe zwar ein Navigationssystem, aber dennoch irgendwie immer Muffesausen, wenn ich irgendwo hinfahren muss, wo ich vorher noch nie wirklich alleine war. Wenn ich nicht genau weiß, wie man halt hinkommt, da habe ich immer ein bisschen Muffesausen, ist mir immer ein bisschen komisch bei der Sache. Aber ja, das ist auf jeden Fall so das Update, das ist das, was jetzt halt gestern und heute passiert ist und das, was halt heute passieren wird. Ansonsten ist nicht viel passiert. Ich werde auf jeden Fall am Samstag, denke ich, wieso kommt denn hier ein normaler Bus hin, ein normaler Linienbus? Egal, auf jeden Fall muss ich am Samstag noch in Walmart letzte Weihnachtsbesorgungen machen, weil ich bin dieses Jahr echt spät dran. Ich werde auch die Claire mitholen, weil die Claire auch noch ein Geschenk kaufen wollte für meinen Mann, also für den Papa, also für den Steven. Und halt auch für ihre Schwester, weil die Melissa nämlich tatsächlich was für die Claire gekauft hat, aber die Claire nichts für die Melissa hat. Aber die war ja jetzt auch wie lange mit Covid krank und im Haus mehr oder weniger eingesperrt und hatte gar keine Möglichkeit gehabt, sich da groß drum zu kümmern. Hätte natürlich online was bestellen können, aber egal. Es ist jetzt, was es ist. Und dann wirst du auf jeden Fall Bescheid. Ich
komme gerade aus dem Krankenhaus, beziehungsweise ich stehe jetzt auf dem Parkplatz von der Kommissarie, weil ich noch schnell auf dem Rückweg mich dazu entschlossen habe, jetzt noch schnell einen Mini-Einkauf zu machen, für Weihnachten ein bisschen was vorzukaufen, weil ich auch nochmal Pies backen will und Ham will ich machen, anstatt vom Truthahn. Also im Prinzip wiederholt sich das Thanksgiving-Dinner 1:1 auch nochmal an Weihnachten, nur dass wir halt kein Truthahn essen, sondern halt einen Ham, also einen Schinken. Und den kaufe ich halt immer hier. Ich komme jetzt aber, wie gesagt, gerade aus dem Krankenhaus und wollte euch eigentlich schon auf dem Krankenparkplatz updaten, aber da waren himmlo Menschen. Das ganze Krankenhaus war irgendwie voll mit kranken Menschen. Also deswegen wollte ich mich da nicht irgendwie mit der Kamera, mit den ganzen Leuten im Hintergrund auf dem Parkplatz mit den Autos hinstellen. Ich stehe jetzt ziemlich abgelegen hier auf dem Commissary-Parkplatz und gebe euch ein ganz schnelles Update. Und zwar ist nämlich einiges los gewesen. Also das Gute ist, meine Kopfwunde, diese Zyste, war nichts Bakterielles. Also das hat sich dann einfach aus der Laune heraus anscheinend irgendwie entzündet oder Probleme gemacht. Wie das jetzt weitergeht mit dem Hautarzt, weiß ich noch nicht. Da warte ich dann auf einen Anruf. Aber es stehen noch unendlich viele Untersuchungen an. Ich wurde auch gepiekst. Mir wurde Blut abgezapft, weil ich halt erwähnt habe, dass ich halt eine Geschichte habe von Schilddrüsenunterfunktion. In Deutschland macht man das hier einmal im Jahr. Dass man da, oder es ist zumindest mal empfohlen. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Meine Mama hat, glaube ich, gemeint gehabt, dass die Krankenkasse das gar nicht mehr so übernimmt wie früher. Es sei denn, der Arzt sieht es irgendwie als zwingend notwendig. Aber früher zumindest war das halt so, dass man das einmal im Jahr wenigstens kontrolliert hat. Und bei mir ist es halt jetzt auch schon wieder 4, 5 Jahre her. Deswegen habe ich das erwähnt. Ich habe dann halt gesagt, ich habe halt auch Anfang meiner 20er halt eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt und auch Medikamente nehmen müssen damals und das wird dann halt jetzt kontrolliert und in einem machen sie dann halt noch die Blutkörperchen, glaube ich, die so ein kleines Blutbild mehr oder weniger. Deswegen muss ich jetzt auch nicht nüchtern sein. Die haben das dann jetzt direkt zwischendrin, also direkt im Anschluss gemacht. Und ich habe auch schon einen Anruf bekommen und zwar muss ich zu meiner ersten Mammographie im Januar, am 12. Januar. Ich bin mal gespannt, wie das mit meinen Mini-Brüstchen werden wird, weil man das ja so in so Platten, glaube ich, quetschen muss. Ich weiß nicht, ob ich da genug Material habe zum Quetschen, aber das ist ein Problem dann für nächstes Jahr. Also am 12. Januar habe ich auf jeden Fall den ersten Termin für meine erste Mammographie. Und dann habe ich dann halt auch direkt erwähnt, dass im Juni meine Mirena abläuft. Also dass die dann, die hält ja 5 Jahre an. Ich habe ja die Hormonspirale zur Verhütung und die sollte man alle 5 Jahre auswechseln. Und da warte ich auf einen Rückruf von einem Gynäkologen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das on base machen, also on post. Ich weiß, dass die einen eigenen Gynäkologen haben, aber es kann gut sein, dass ich außerhalb irgendwo hinfahren muss für. Ist für mich total ungewohnt, weil die ganze Zeit, bis auf die Zeit, wo wir in Deutschland waren, wurde ich halt überwiesen zu einem deutschen Frauenarzt damals. Und die letzte Mirena konnte ich nicht zum deutschen Frauenarzt, weil das kurz vor unserem Umzug war nach Japan. Da hat das nämlich ein stinknormaler Hausarzt in der Klinik gemacht bei den Amis. Fand ich dann schon so irgendwie ein bisschen ungewöhnlich, aber mir soll es wurscht sein. Solange derjenige weiß, was er tut, ist es mir relativ egal. Ist mir auch nicht unangenehm oder so. Ich habe da keine Scham. Ist mir wurscht. Aber es war halt ungewohnt. Es tut mir auch leid, falls ich männliche Zuschauer habe und das too much sharing ist, dass es zu viel Information da ist. Für den Mann hinterm Screen jetzt gerade, aber es ist, was es ist. Was ganz natürlich ist, der Frauenkörper funktioniert nun mal anders als der männliche Körper. Alles andere wäre auch ein bisschen merkwürdig. Aber das ist auf jeden Fall so das Update. Ich glaube, ich habe nichts ausgelassen. Oder habe ich was ausgelassen? Mammographie, Frauenarzt, Blutbild, Hautarzt. Ach ja, der Therapeut. Genau, ich wollte ja noch zur Therapie. Und zwar fand ich das total lustig, weil ich habe das halt erwähnt, dass ich wegen meiner Social Anxiety und meine Social Anxiety geht mittlerweile so weit, also dass meine Batterie selbst mit meiner Familie drained, also dass ich mich oftmals zurückziehen muss, für meine Batterie nochmal aufzuladen. Und es ist halt auch zu einem Extent, wo ich das nicht mehr als normal empfinde. Und deswegen wollte ich halt eigentlich eine Therapie anfangen, wegen Social Anxiety. Dann drückt der Gute mir eine Liste in die Hand mit bestimmt 50 Therapeuten, ich soll mich durchtelefonieren. Und dann sage ich dann zu dem Arzt, meine Main Anxiety hat damit begonnen, dass ich halt Angst habe, ans Telefon zu gehen oder halt fremde Menschen anzurufen. Das ist bei mir eine richtige, extreme Panik. Mein Mann musste auch für mich anrufen, als wir da für den Notfall-Dings da uns voranmelden mussten. Ich habe da so eine panische Mega-Angst. Ich glaube, das klingt jetzt total doof und ich glaube, das kann auch keiner, der nicht in so einer Situation selber schon mal war und diese Anxiety selber hat, das kann keiner, glaube ich, nachvollziehen. Ich glaube, viele werden mich jetzt auslachen, aber es ist nun mal einfach, wie es ist und ich finde das jetzt ein bisschen echt sehr blöd, aber der Typ meinte dann halt, der Arzt, der war auch jetzt nicht der freundlichste Arzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, der hatte irgendwie, keine Ahnung, ich mag das nicht, wenn man zu einem Arzt geht und der Arzt einen fragt, was los ist und der Arzt dann einen nicht zu Ende reden lässt. Also der einem ins Wort fällt und einen gar nicht zu Wort kommen lässt. Das finde ich nervig. Hat man hier oftmals leider. Also ich will jetzt hier niemanden über einen Kamm scheren, aber das ist im Allgemeinen
habe ich negative Erfahrungen gemacht mit Ärzten in Uniform. Also gerade als Zivilist. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir das einbilde, dass das auch wieder so ein Bestandteil ist meiner Social Anxiety, dass ich wieder Dinge kaputt denke und es eventuell gar nicht so schlimm war, wie ich das empfunden habe. Aber auf jeden Fall soll ich die Therapeuten mich durchtelefonieren. Ich soll die Leute anrufen und fragen, wie das ist, also denen die Lage erklären und dann halt fragen, ob die neue Patienten annehmen und wenn ja, inwiefern das, wie schnell das möglich ist mit meiner Krankenkasse. Kann ich ja auch nicht zu jedem x-beliebigen Therapeuten, deswegen habe ich halt die Liste bekommen. Muss ich mal gucken, ob ich mir vielleicht vorher irgendwie Mut antrinke. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Er hat halt angeboten, ich könnte eventuell rein theoretisch nochmal dort in die Klinik und dann würde er eine Überweisung für einen Therapeuten on Post, also dann wird sich die Krankenkasse sozusagen darum kümmern und den Termin für mich machen und dann könnte vielleicht der Therapeut mir mit dieser Anxiety schon mal so ein bisschen im Voraus mit mir anarbeiten, also so dran trainieren irgendwie, so dass ich dann halt wenigstens diese Anrufe auf die Reihe bekomme, weil eine komplette Therapie, so wie ich sie brauche, können die mir dort on base nicht geben. Da muss ich auf jeden Fall off post, off base fahren, aber... Ja, genau. Das ist jetzt auf jeden Fall so mein Kurbulavubu, mein Dilemma, mein Problem und mein Update. Und ich, wie gesagt, ich werde jetzt in die Kommissarie schnell reinhopsen, werde die Sachen besorgen und werde mir dann im Laufe der nächsten Tage eine Liste erstellen mit Dingen, die ich dann noch im Walmart einkaufen muss am Samstag. Aber ich werde jetzt da reingehen, mir meine Dinge besorgen. Es ist nämlich auch schon spät. Es ist schon 2:50 und es kann gut sein, dass mein Mann auf jeden Fall die Claire abholen muss, wenn der Bus das nicht auf die Reihe bekommt, die Kinder abzuholen. Und ich werde dann wahrscheinlich einspringen müssen, für die Melissa abzuholen. Und ich werde auch mal gucken müssen, was ich heute Abend überhaupt dann koche, weil wenn ich Melissa abholen fahren muss, habe ich nicht viel Zeit zum Kochen. Ich habe auch noch gar keinen Plan für heute Morgen und übermorgen, was das Essen angeht. Deswegen werde ich da drin wahrscheinlich auch spontan Einkäufe betätigen und gucken, dass ich da wenigstens das Abendessen für heute Abend und für morgen besorge und dann schauen wir weiter. Oh mein Gott, Weißwurst. $10. Aber Weißwurst. Leute, Weißwurst.